Hallo zusammen. Heute geht es um Spaghetti Carbonara. Die habe ich jahrelang gemacht. Mit Parmesan, manchmal mit Gorgonzola, aber auf jeden Fall immer mit Sahne drin, mit Speck, mit Schinken. Je nachdem, wie ich wusste, lauter. Jetzt hatte ich die Tage mit einem Kollegen ein Gespräch über Carbonara und er meinte, auf keinen Fall kommt da Sahne rein. Ja, mal, ohne Sahne wird das eine ziemlich dicke Angelegenheit. Der Käse allein, der braucht irgendwie was zum Verdünnen. Die Eier allein reichen da nicht aus, um dann eine Soße draus werden zu lassen. Irgendwas muss da rein. Aber ich habe gesagt, ich werde mich mal schlau machen. Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein Originalrezept für Carbonara finde. Habe ich am selben Abend dann noch gemacht. Habe auch Originalrezepte gefunden, klar. Aber ich meine, alle anders. In dem einen waren ganze Eier drin, in dem anderen nur Eigelb. In dem einen war ein Speck drin, der aus Schweinebäckchen gemacht wird. Sowas wird man hier wahrscheinlich gar nicht finden, weil Schweinebäckchen landen hier normalerweise in der Sülze. Den Käse hatte ich auch Probleme zu finden, aber ich habe ihn gefunden. Der Käse ist ein Hartkäse aus Schafsmilch. Pecorino Romano nennt sich der. Und dieser Schinken, dieser Speck, Guanciale oder Guanciale, keine Ahnung, mein Italienisch ist jetzt ein bisschen sehr mager. Und in anderen Rezepten wird Bauchspeck genommen. Pancetta oder Pancetta, wie immer das heißt, mir wurscht. Ich habe beide nicht. Also habe ich ganz normalen Speck, wie man ihn hier auch kriegt. Ist ja immer die Frage, was kriege ich? Ich war ja schon happy, dass ich diesen Käse überhaupt gefunden habe. Und dann gab es den gleich in drei verschiedenen Versionen. Ich habe in einem dieser Rezepte Pecorino Romano gefunden und den auch dann heute im Supermarkt, da habe ich den genommen. Und jetzt schauen wir mal, was draus wird. Ach so, ja. Damit das eine sämige Soße wird, steht in diesen Rezepten drin eine Kelle vom Nudelwasser. Ja, da ist Stärke drin. Ja, die Stärke haut einen um. Ich nehme das Nudelwasser, ich schmeiße es auch nicht weg, ich tue es meistens in den Komposteimer. Und Komposthaufen ist gut aufgehoben, damit die Regenwürmer da drin groß und stark werden. Aber in meiner Soße hat das Nudelwasser absolut nichts verloren. Da pfeife ich auf jedes Originalrezept. Bei mir kommt was anderes rein. Schaut es euch an. So, hier habe ich den Käse schon vorbereitet, gerieben, zwei Eier aufgeschlagen, warte darauf, dass das Wasser kocht für die Nudel. Speck liegt auch schon in der Pfanne und wartet auf Hitze. Hier habe ich die Eier jetzt mit dem Käse verrührt, also wenn ich die dann einfach so über den Nudeln gebe, ohne das nochmal zu erhitzen, ohne dass der Käse ein bisschen schmilzt, ich weiß nicht, ob das eine leckere Soße gibt. Die Spaghetti brauchen noch 5-6 Minuten in der Zeit. Brate ich mir hier schon mal den Speck an. Ich gebe hier natürlich kein Öl in die Pfanne. Fett haben wir genug im Speck. Und das ist jetzt die halbe Menge von dem, was in den Rezepten angegeben ist.
Der Speck ist jetzt schön groß. Drehen wir die Herdplatte so lange noch ab. Wir brauchen noch 2 Minütchen, bis die Spaghetti fertig sind. Dann geht es aber weiter. Das ist der Spaghetti al dente Test. Ich mache jetzt so weiter, wie mir das plausibel erscheint. Ich schneide jetzt die Spaghetti hier in den Speck. Und hau das jetzt dazu. Ich habe es auch schon gewürzt, Salz, Pfeffer. Mehr nicht. Jetzt habe ich das Nudelwasser doch glatt alles weggeschüttet. Da helfe ich mir doch glatt mit einem Stückchen Glühwein aus. So, und jetzt schmilzt auch der Käse. Und zusammen mit dem Glühwein soll das genauso wie mit dem Nudelwasser eine cremige Soße ergeben. Und so sieht's aus. Damit wären wir fertig. Jetzt warte ich nur noch auf meine Mitesserin, die müsste jeden Moment hier sein. Ich werde mir das so lange ein bisschen warm. Auf minimaler Flamme. Dann kriegen wir vielleicht gleich ein Urteil, ob es auch schmeckt. So, man sieht es. Daumen hoch. Also wir haben beide Tellerchen schön brav leer gegessen. Dann scheint hoffentlich morgen auch wieder die Sonne. Ja, ich war selber überrascht, dass das ohne Sahne, nur mit einem Stückchen Glühwein, auch lecker schmeckt. Der Glühwein hätte ein bisschen mehr sein können, damit die Soße noch ein bisschen sämiger wird. War aber auch so ganz okay. Ich denke, ich werde bei dem Rezept jetzt bleiben. Und ich schreibe es euch auch jetzt noch auf dem Bildschirm drauf. Bis zum nächsten Mal.